Es ist wieder Zeit für ein Replay mit Massix Schaden. Eine kurze, dreckige, schmutzige Runde würde ich sie einfach mal anteasern, weil, wie ihr schon unten seht, das ganze Spiel wird nicht allzu lange dauern. Allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, was ich so auf der Vorauswertung sehe. Schaden wird die ISO, gespielt von Dark Supreme, hier ordentlich verhauen. In bester Bud Spencer-Manier. Also ich bin selber sehr gespannt. Ist übrigens auch ein Panzer, auf den ich selber Bock hätte. Also kann gut sein, dass ihr den auch irgendwann mal bei mir auf dem Kanal seht, dass ich den mal hab, weil ich warte noch oder ich will noch eine TD-Reihe spielen, die ein bisschen mal mehr aushält. Weil die einzige 10er TD-Reihe, die ich bisher absolviert habe, war die vom Rheinmetall bzw. vom Waffenträger. Und ja, es ist ja bekannt, dass diese nicht für ihr HP-Pool bekannt bzw. für ihren Panzerungspool, so muss man schon besser sagen, bekannt ist. Aber mal schauen, was hier die ISO uns so zeigt. Der Bulldog, den hätte er jetzt schon gern. Da kommt er hoch und der. Scheiße. Ja, war eine schnelle Runde vom Bulldog. Der war wirklich sehr, sehr flink weg. Jetzt kommt er leider hier gerade auf keinen mehr drauf. Hat sich schon ein bisschen umpositioniert. So. Oh, der T-34. Da wundert es mich jetzt, dass er nicht schießt. Aber gut, den IS kann er auch nehmen. Ah, trifft hier leider nicht. Schade, schade. Jetzt muss er aufpassen, er ist offen, dass er jetzt hier nicht die Schüsse frisst. So. Gerade nichts, das er beschießen kann, leider. Er wartet jetzt hier einfach mal taktischerweise ab. Da unten kommt ein Löwe. Und der T-34 ist wieder offen. Aber entweder kommt er auf den nicht oder es will ihn nicht sehen. Auf jeden Fall ist unten jetzt der VK-28 vom T-34 weggeholt worden. Steht aber. Jetzt kommt er auch. Oh, perfekt raus. Besser. Scheiße. Ja, Munitionslage weg. Das macht halt eine Sue mit einem. Der ist besser kann, hätte er natürlich auch nicht rauskommen können. Alter Schwede. Ja, so hat man 2000 Schaden mit zwei Hits. Auch der hat jetzt hier nicht lang gemacht. Also die ISO ist ein Monster. Kann man sagen, was man will. Jetzt wird hier vorgerückt. AMX 1390 oben. Alleine, also da müssen sie aufpassen, dass sie den nicht irgendwie aus dem Auge verlieren, weil der kann dann doch ein bisschen nervig sein, wenn der von hinten auf einmal reinhält. Oh, jetzt zwei Gegner tot. T34 oder T30 hat hier auch in die Richtung geschossen. AMX 1390 auch hinterhalb. Also sehr, sehr viele Gegner auf sehr viele Störfaktoren immer noch. Jetzt ist aber offen. Black Prince, 855 Schaden. Raus damit. So, er ist immer noch voll. Also im Zweifel kann er auch gerne mal einen fressen. So der AT. Ist scheinbar so. Ne, doch nicht AFK. Aber egal. 720. Bam. Also es ist schon so krass. Der Jagdtiger, der ist aber vermutlich AFK. Nein, aber auch nicht. Der steht nur da hinten noch. Da prallt er ab. Jagdtiger ist natürlich auch als Neuner. Und der schießt halt schnell. Das heißt, nochmal so einen und er ist auch schon raus aus dem Spiel. Da muss er jetzt echt ein bisschen aufpassen. Der Jagdjäger schießt bestimmt jetzt gleich. Ja. Oh. So, jetzt hat er noch zwei Struktur. Alter Schwede, 2 HP noch. Ja, der Jagdjäger schießt halt in der Zeit, wo er halt einmal schießt, schießt der Jagdjäger halt, ja, anderthalb Mal. Also da muss man ein bisschen einfach den Fokus drauf haben, dass der Jagdjäger verhältnismäßig schnell wirklich nachlädt.
So, jetzt aber kommt er drauf. Zack, nochmal einen ordentlichen Hit. Jetzt zieht er sich zurück. 5700 Schaden aktuell gemacht. Und dafür einen Kill. Das ist eigentlich schon sehr krass. Jagdtiger ist jetzt raus. Jetzt lebt nur noch der T30. Ist ein One-Shot. Er aber auch. Eigentlich ist er ja sozusagen ein... Man kann den die ISO anhauchen und er ist schon tot. Ja, jetzt hat der T30 geschossen. Jetzt kann er ihn sich holen. Ganz entspannt. Nur nicht rammen, nur nicht rammen. Oh, Gun Depression. Oh, jetzt wird's aber nochmal knapp, du. Ja. Gott sei Dank, schön gemacht. 6200 Schaden in gerade mal ein bisschen was über 5 Minuten. Die ISO ist krass. Egal, was man sagt, die ISO ist krass. Und ja, ich werde es mir definitiv holen. Vielleicht ist es ja auch für euch ein Panzer, den ihr euch holen werdet, den ihr gerne spielt oder den ihr auch nicht gerne spielt. Lasst mir doch das mal in den Kommentaren da. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.